Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Transportfieber hier bei Heisenberg Zockt. So, das ist einer unserer Züge, oder müsste zumindest einer unserer Züge sein, die hier die neue Strecke befahren. Und das werden wir jetzt auch gleich tun, sobald der hier hinten dann mal fahren darf. Der muss noch ein Momentchen warten, weil hier wollen noch andere in den Bahnhof rein, zum Beispiel der hier. Finde ich schon sehr, sehr schön, diese Lackierung. Die hat irgendwie was Spezielles hier von dem Kollegen. Da kommt gerade der Hybrid noch entgegen. Sehr schön, so muss es sein. Bleiben wir doch gleich mal ein Momentchen stehen, weil solange wir sowieso nicht in den Bahnhof reinfahren können, müssen wir da auch nicht mit einsteigen. Das ist doch eigentlich auch ein nettes Bild hier. Da oben noch die Nordwestbahn. Ist das die Nordwestbahn? Ich muss immer wieder gucken. Jawohl, das ist nicht die Nordbahn, sondern die Nordwestbahn. Was blinkt hier? Wahrscheinlich, ja, die Maschinenfabrik und die Lebensmittelfabrik, die blinken jetzt, bis sie alt werden. Sollen sie tun? Wir gucken ein bisschen ICE. So, mal in Position gehen. Ja, warum nicht gleich mal hier? Da können wir schön mal nochmal einen Bahnübergang sehen in Aktion. Ah, und da hinten? Ja, da wird wieder gebaut. Es ist schon enorm. Die Bautätigkeit, die hier immer gleich um sich greift, wenn mal ein paar neue Züge dazukommen. So, wir düsen mal zurück. Mal gucken, kann er fahren? Hier steht einer. Ja, das ist er ja schon. Okay, wir warten im Prinzip auf den Einlass in den Bahnhof. Und den müssten wir haben, sobald der Kollege da an uns vorbeifährt. Und das Angenehme an, ja, wie soll ich sagen, daran, dass wir jetzt noch alle Züge angeguckt haben in der letzten Folge, ist A, mal nicht nur, dass wir eben die Züge gesehen haben, sondern natürlich auch, dass wir die Züge alle auf der Fahrt wieder sehen. Die werden uns entgegenkommen. So, und wenn wir den sehen, dann ist das der letzte Zug, den wir zu sehen bekommen. Das wissen wir, das ist der vor uns in dem Fall. Da unten sieht man noch ein bisschen den ICE, der auch gerade wieder reinkommt. Und jetzt können wir tatsächlich die Fahrt aufnehmen. Hier haben wir rechts noch einen kleinen Grafikbug. Das kennt man bei den Brücken, wenn man Abzweigungen macht. Dann gibt es da teilweise immer ein bisschen so komische Löcher. Da kann man halt nichts machen. Das ist ja grafikbedingt. Oder man müsste es ganz anders bauen. Weiß nicht, kann man das irgendwie bauen, ohne diese Löcher zu bekommen? Ich glaube nicht, weil die Brücken halt gemordet sind. Und teilweise funktioniert es dann halt deswegen nicht wirklich. So, aber auch ein schönes Bild hier mit dem IC parallel hier rein in Detzelgut. Ah, der Sound. Nett. Das war aber der ICE, ganz klar. Das war nicht unser Zug. So, jetzt steigen wir hier nochmal kurz aus. Ich möchte den Zug nochmal ganz kurz sehen. Allerdings, wir warten schnell, bis wir stehen. So, okay. Ich halte mich mal zurück, hier mit allzu viel zu sagen, solange wir noch im Bahnhof drin sind. Weil ich auch die Geräusche eigentlich relativ cool finde. Wenn man hier mal so guckt, ja, das sieht doch sehr nett aus. Gehen hier auch die Türen auf? Natürlich gehen die auf. Da hat man gar noch gesehen, wie sie zugehen. So, jetzt aber wieder einsteigen. Jetzt geht's ab in Richtung Ehrenberg. Steht ja da unten. So, der ICE, da kommt nochmal ein Zug. Sehr schön, genau so muss es sein. Ja, jetzt ist die Anlage ungefähr da, wo ich sie eigentlich haben wollte. Eben, das habe ich ja schon mal gesagt. Das ist einfach egal, wo wir rumdüsen. Züge und Action stattfinden. Also Züge finden nicht statt, sondern Züge, die sieht man, aber die Action findet statt. So, einmal hier rüber, von rechts sind wir gekommen. Und da unten bei der Autobahn sieht man auch, da haben wir doch auch Verkehr. Es stand mal noch in den Kommentaren, kapp doch einfach die Überlandstraßen, dann hast du die Autobahn auch voll. Ja, aber das habe ich mal gesagt, das wollte ich eben nicht, weil ich möchte nicht nur eine Autobahn haben, die befahren ist. Ich möchte eben auch Landstraßen haben, die befahren sind. Und ich denke, mit dem Besuchermagneten kriegt man das ja doch relativ gut gebacken. Da hinten ist gerade noch ein Zeppelin unterwegs. Der ist in Frankfurt gestartet. Und jetzt an den Gartenzäunen vorbei. Hallöchen, Schrebergartenkultur. Ist natürlich nicht ein Schrebergarten. Das sind die Zäune, die die Straße da mitbringt. Und jetzt können wir eigentlich Gas geben. Jetzt ist halt die Frage, wie sehr werden wir noch gebremst. Aber die Züge verteilen sich eigentlich relativ gut, da wir dabei da ja Bahnhofseinfahrt, ja, wie soll ich sagen, da hat man eh schon ein bisschen Wartezeit und von daher sind die dann auch schön aufgeteilt hier. So, durch die erste Röhre durch, da kommt doch tatsächlich schon einer entgegen. Stimmt das, was wir hier zusammenfahren? War das einer von uns? Müsste. Aber das kann ja eben nicht sein. Ist der echt schon wieder zurück? Naja, wir fahren mal weiter. Am Schluss merken wir, das ist die falsche Strecke. Der Zug hat sich das falsche Gleis ausgesucht. Nee, das ist aber schon das richtige Gleis hier mit dieser Mordsbrücke, die hier rüberführt. Doch, doch.
Ich kann mich jetzt nur nicht erinnern, dass wir den ersten Zug, den wir hier auf die Reise geschickt haben, dass das ein weißer war. Aber es muss ja wohl. Also sonst sollte hier eigentlich keiner drauf verkehren. Und sonst gucken wir uns das nochmal an. Wenn jetzt die ganze Zeit Züge entgegenkommen, die wir nicht kennen, dann stimmt irgendwie was tatsächlich nicht. So, Lag. Okay, weil da unten ist natürlich München. Da muss wieder gerechnet werden. Das sollte aber in der Kürze wieder besser sein, sobald das aus dem Fokus ist, das Städtchen. Ja, die Frames sind aber doch nicht so der Killer hier. Hier mal macht es so einen Plupp und dann ist es wieder besser. Ach, da vorne ist jetzt natürlich Frankfurt. Oh, der Hybrid. Sehr schön, jetzt ist es wieder ein bisschen besser. So, ja, eine Riesenbrücke. Von hier aus sieht man es relativ gut. Das ist ja ein Mordsteil. Aber nett hier unten mit dem Flughafen. Sehr schön mit dem Park. Nicht mit dem Park weg. Oh, schon wieder ein Hybrid. Mit dem schönen Busbahnhof, den wir da haben. Und das Depot da schadet eben auch nicht. So, jetzt kommt uns der zweite entgegen. Ja, okay, das ist der Odeck, der Kiss. Dann passt das. Dann war der weiße Zug doch auch richtig. Da bin ich beruhigt. Und hier haben wir wieder einen kleinen Grafikbug, eben weil die Brücken zusammenkommen. Das kennen wir ja. Der muss auch ein bisschen runter mit dem Tempo. Das könnte sogar am Bau liegen, dass wir da halt tatsächlich die Einfahrt ein bisschen langsamer machen mussten. Jetzt kann er hier ja eh wieder Tempo aufnehmen. Und es ist eigentlich eh eine relativ zügige Fahrt, würde ich mal behaupten. Ohne größeres Bremsen. Ja, überall grün. Perfekt. Rechts die andere Brücke. Weiß gar nicht, das müsste wahrscheinlich eher eine IC-Linie sein, die hier noch lang führt. Ich sehe gerade keinen Zug, von daher kann ich das nicht beurteilen. Jetzt geht es hier ein bisschen in den Berg rein, beziehungsweise ins Tal rein. Haben wir ganz bewusst so gebaut. Sehr schön, der Dualstocks war das. Man sieht schon, die verteilen sich sehr, sehr gut hier auf der Piste. Da hätte man wahrscheinlich sogar zusätzlich nochmal ein, zwei Züge installieren können. Auch schön hier der IC, der da unten dann im Tunnel verschwindet. Und da kommt gleich der Kollege noch entgegen. Sehr schön. Und jetzt geht es hier in den Berg rein. Ich glaube, allzu lange Tunnel haben wir gar nicht. Vielleicht das eine oder andere, das eine gewisse Länge hat. Ja, aber das hier geht auch noch. Und eh schön, wenn es dann im Berg drin aus dem Tunnel rausgeht, auf eine Brücke rauf und dann im Tunnel rein. Das ist genau das, was ich mag. So, wo sind wir denn ungefähr? Jetzt müssen wir doch eigentlich wieder was sehen. Ja, irgendwo im Niemandsland, aber ich glaube da hinten, das was wir hier sehen, das müsste schon ein Teil von Oberböser sein. Das würde dann heißen, dass wir uns tatsächlich schon langsam annähern. Ja, ja, da hinten ist der Steinbruch. Das sieht man da links mit dem Kran. Ja, wie gesagt, eine zügige Fahrt. Ich hätte gedacht, dass das definitiv länger dauert. Das sind vielleicht 5 Minuten. Also viel mehr ist es definitiv nicht. So, da hinten beim Bahnhof dann selber dort in Ehrenberg. Da werden wir wahrscheinlich auch nochmal ein Momentchen warten müssen. Oder es kann sogar gut sein, dass wir hier davor ein bisschen warten müssen. Weil der andere Zug da noch im Bahnhof drin ist. Das werden wir dann sehen, wenn wir da sind. Jetzt hier durch diese Konstruktion durch. Genau, über die Gleise und unter der Brücke durch. Und hier werden wir natürlich wieder ein bisschen Tempo verlieren. Hatten wir die 160? Ich habe gar nicht drauf geachtet. Ich nehme mal an, ja. Da wir eben doch relativ freie Fahrt hatten. Nochmal eine Röhre. Ja, aber ist doch relativ gut gelungen, lange Tunnels zu verhindern. Das ist schon mal gut, oder zu vermeiden. Von daher, cool. Gegen Brücken habe ich nichts. Tunnel ist halt immer so eine Sache. Oh, Flugzeug. Eben, weil man die Züge halt nicht sieht, wenn man dann die Anlage von außerhalb betrachtet. Wer kommt uns hier entgegen? Genau, das ist er hier. Dann fehlt, glaube ich, noch einer. Oder zwei fehlen noch. Ja, dann werden wir hier definitiv irgendwann rot haben. Ich glaube, jetzt sogar schon. Neben dem Flughafen. Ja, hier haben wir rot. Da hinten reinzukommen, das ist wahrscheinlich gar nicht so einfach. Wir warten jetzt einfach mal ein Momentchen. Irgendwann kommt uns hier ein Zug entgegen. Da unten noch eine Doppeltraktion Güterzug. Und wenn der uns entgegenkommt, dann sollte man eigentlich auch wieder ein paar Meter fahren dürfen. Oder sollen wir mal aussteigen? Oder wisst ihr was, wir steigen mal kurz aus und gehen hier ein bisschen höher. Weil, eben, hier ist ja noch Kollege Flughafen, dann sehen wir den auch noch. Den behalten wir hier mal im Fenster. Dann sehen wir, wenn er wieder losfährt. So, sehr schön.
Flugzeuge haben natürlich auch ihren Charme. Hier die Lufthansa. Was haben wir hier hinten noch Schönes? Da haben wir noch ein Parkhaus. Genau, stimmt. Relativ neu. Ist das das neue Parkhaus? Klar, das ist ja der neue Flughafen. Das ist ja der Flughafen Oberböser-Ehrenberg. Sollen wir mal gucken, was hier im Argen liegt. Aha, der kann fahren. Wir können auch fahren. Dafür muss der hier warten. Dann steigen wir doch glatt wieder ein. Wir können aber bis zum nächsten Signal fahren, nehme ich mal an. So, einmal hier rein. Und ich wollte gerade sagen, weil wir jetzt fahren können, müsste uns eigentlich auch einer entgegenkommen. Ach, hier haben wir auch noch diese Kreuzung. Okay. Das war das Erste, was wir gebaut haben von dieser Strecke. Hier aus dem Bahnhof raus und dann gleich mal so eine eigentlich unfreiwillige Kreuzung. Aber wir haben sie dann ja gelassen, weil es eigentlich eh nett ist. Wenn man im Untergrund mal so eine Kreuzung hat, das hat man nicht allzu oft. Von daher eigentlich eh cool. So, hier vorne werden wir wahrscheinlich noch mal kurz anhalten müssen, würde ich mal behaupten. Wenn es hier in den Bahnhofsbereich reingeht. Ja, der steht hier auch. Wobei, nee, ich glaube, wir können sogar fahren, weil die hier warten. Nee, wir haben auch rot. Okay, das ist, weil wir da natürlich auf der anderen Seite kein Signal haben. Aber da haben wir zu wenig Platz. Da können wir kein Signal hinstellen. Das wäre nicht so schlau. Dann stehen wir da im Bahnhof drin. Das muss ja auch nicht sein. Bauen sie hier eigentlich auch? Weil die haben ja auch neue Züge. Eigentlich müssten hier doch auch überall Kräne stehen. Jetzt haben die Vorfahrt, okay. Können wir ja mal schnell gucken nachher. Ich höre noch eine Dampflok irgendwo. Ich sehe auch den Rauch. Die Frage ist, ach, da unten, da haben wir ja auch noch Gleise. Genau, stimmt. Oh, wir können losdüsen. Sehr nett. Einmal hier bitte nach Ehrenberg rein. Busse, da müssen wir eigentlich nichts gucken, weil, ja, die Bahnhöfe sind ja schon versorgt. Das sind ja Bahnhöfe, die schon länger in Betrieb sind. So, wir sollten, glaube ich, sogar relativ freie Bahn haben. Oder müssen wir noch mal kurz warten? Nein, da ist es, unser Gleis. Wunderbar, das Gleis ist frei. Also, einmal hier rein. Und jetzt, ja, ich habe eigentlich gedacht, wir fahren ein bisschen länger. Aber jetzt machen wir mal noch was, was noch in den Kommentaren stand, was ich eine nette Idee fand. Werden wir uns jetzt mal noch kurz ansehen. Und zwar nichts Riesiges, sondern einfach irgendwie doch mal was Nettes. Wir bräuchten dafür ein kleines Waldgebiet. So, wir stehen, wir steigen aus. Und sehr schön, haben wir tatsächlich nochmal eine Linie quer, ja, durchs Land durch, mehr oder weniger. Da verlässt er uns wieder. Der Zug und sehr schön teilt sich im Prinzip, naja, teilt sich das Gleis nicht mit einer Dampflok, aber gleich als Nachbar haben wir hier tatsächlich nochmal eine Dampflokomotive. Okay, wir bräuchten. Ah, das ist ja auch schön. Ich kann mich fast nicht lösen von dem Bild hier. Da fährt er noch tatsächlich durch die Stadt durch. Genau, der macht hier die Kurve und dann düst er hier lang. Wisst ihr was? Lasst uns doch nochmal kurz hier einsteigen. Weil als wir hier tatsächlich mitgefahren sind, da standen diese Häuser alle noch nicht. Da habe ich nämlich noch gesagt, das weiß ich noch. Wenn hier dann eben dann Häuser stehen, dann sieht das natürlich relativ sehr cool aus. Da haben wir wieder die Ansage vom Bahnhof. Und hier geht es dann im Prinzip raus in die freie Wildbahn. Auch eine coole Strecke. So. Nochmal ein Leg. Okay, und hier unten natürlich der Güterbahnhof mit seinen vielen, vielen Brücken. Das ist eine richtige Brückenarmada hier. Ich steige mal kurz aus. Das möchte ich mir nochmal ganz kurz ansehen. So, hier, guck mal. Überall Brücken, wo man hinguckt. Brücken, Brücken, Brücken. Und selbst die Autobahn ist hier noch mit Brücke gebaut. Cool, sowas gefällt mir. Wenn es halt ein bisschen ungewöhnlich ist. Aber anders wären wir hier gar nicht reingekommen. Und raus sowieso natürlich auch nicht. Gut, ein Wäldchen haben wir gesagt. Irgendwo, wo man das aber auch sieht von der Bahn aus. Weil, ja eben, wir machen jetzt kein Manöver, sondern was wir kurz machen, ist mit dem Förster arbeiten, dass wir hier im Prinzip sowas wie eine Waldrodung simulieren. Warum nicht hier in Oberböser? Hier dazwischen, das ist doch eigentlich eine Idee. Man reiche mir mal, Kollege Förster, wo haben wir dich? Baumwerkzeug. So, sorry, niesen. Und natürlich gleich nochmal, doppelt hält besser. Den Förster. Wo haben wir denn den Förster? Oh, das war die hier. Ne, das sind Gleise. Ich wollte gerade sagen, da hätten wir doch eigentlich eh schon was, was hier hinpasst. Ne, ich möchte tatsächlich was mit dem Förster machen. Jetzt wäre halt gut zu wissen, wo hatten wir den? Ich glaube, der war aber schon
War der bei den Bäumen oder war der... bei den Dippos? Ich weiß es nicht mehr. Wir machen das mal folgendermaßen. Wir nehmen hier mal alles. Ein bisschen Zeit müssen wir investieren. Da ist er doch schon. Förster. So, und jetzt kann man doch hier... Oh, nicht abstürzen. Dankeschön. Kann man jetzt hier nicht... Also war das überhaupt der Förster? Irgendwo haben wir doch diese Baum... diesen Baumstrunk. Nee, mit dem Förster, genau. Da kann man einen großen Wald pflanzen. Okay, das war schon mal falsch. Wir bräuchten... Ja, wie sagt man denn dem? Im Prinzip ist das doch auch eine Förstermod. Ist die hier bei den Bäumen? Baumpinsel? Farmer? Nein. Gezielte Bäume. Gezielte Bäume USA. Da ist der Förster. Den hatten wir aber, glaube ich, gerade schon. Genau, das ist nicht, was ich suche. Baumwerkzeug. Baum, Baum, Baum. Das ist hier nicht. Oh Gott. Ja, wenn ich jetzt wüsste, wo das ist. Sonst wäre es natürlich ein bisschen schwierig, weil jetzt hier diese Mod suchen. Wir hatten doch tatsächlich irgendwo... So, dass man eben ein paar Bäume einfach setzen konnte. Und ein Baumstrunk, also so einen gefällten Baum und so weiter. Das hier vielleicht? Das wäre jetzt ein reiner Zufallstreffer, das muss ich zugeben. Da haben wir noch ein Grab, genau, das haben wir alles auch schon gemacht. Ne, hier ist es auch nicht. Hier wahrscheinlich auch nicht. Bei der Bank, da haben wir die ganzen Texturen, da habe ich aber eh gerade geguckt. Und hier ist es auch nicht. Ja, aber jetzt hier beim... Beim Depot wird das ja irgendwie kaum sein. Hallo? Moment, dankeschön. Oder doch? Ich guck mal. Sonst mache ich hier einen kurzen Schnitt, bis ich es gefunden habe. Und dann kommen wir zurück, sobald ich hier weiß, wo das Teil ist. Hier wieder elevierte Teil. Das funktioniert ja leider bei uns nicht. Was ist das denn? Güterumschlagplatz. Ach, das ist der andere Bahnhof, den wir noch haben. Genau. Ja, wäre komisch, wenn das hier wäre. Das gebe ich zu. Aber man weiß ja nie, teilweise tauchen diese Mods dann halt schon an den ulkigsten Orten auf. Nee, das sind Brücken und Co. Hier auch nicht. Ja, ist jetzt natürlich perfekt. Wenn ich das nicht finde, dann wird es schwierig, das zu machen. Wisst ihr was? Wir verschieben das, weil das muss ich zu lange suchen. Was wir jetzt noch schnell machen. Guck mal auf die Uhr, genau. Wir werden jetzt noch ein paar Sachen bemalen. Ich gehe hier mal nochmal kurz raus, damit wir nochmal die ganze Sicht haben. Wer hätte es sich verdient, dass er hier nochmal eine neue Lackierung bekommt? Haben wir bei den großen Bahnhöfen überall gemalt. Weil, ich kann es ja jetzt auch gleich mal sagen, das ist die letzte reguläre Folge der Staffel 3 von Transportfieber hier bei Eisenberg zockt. Morgen oder übermorgen, ich muss gucken, wie ich mit Schneiden dann fertig werde, gibt es ein, zwei Videos, wo wir die ganze Anlage nochmal uns angucken in Ruhe, allerdings ohne Kommentar, sondern einfach... Dass wir hier die Bahnhöfe sehen, die Züge sehen, die Flugzeuge sehen. Wir werden nochmal mit ein paar Sachen mitfahren. Also so ein Special zum Staffelabschluss. Ja, und danach gibt's, ihr ahnt es, eine neue Staffel. Da fangen wir nochmal an. Wie das dann genau ablaufen wird, was wir da genau machen, das werde ich dann in der ersten Folge dort sagen. Und wenn alles klappt, wird das jetzt auch nahtlos funktionieren mit dem Übergang. Also sprich, das ist jetzt hier die letzte normale Folge mit Kommentar. Die nächste ist dann so eine Art Sightseeing der Map. Und dann sollte direkt anschließend Teil 1 von Staffel 4 dann an den Start kommen. Ich hoffe mal, das klappt alles so, wie das gedacht ist. Und jetzt werden wir hier einfach, ja, im Prinzip auch, wie soll ich sagen, für dieses Sightseeing-Teil, was dann kommt, hier mal noch ein bisschen uns schön machen. Und ein paar Bäume hinstellen, an den Stellen, wo wir eben nichts haben. So, gar nicht lange fackeln, einfach die Bäume hinmachen. Das ist dann wieder relativ schön, wenn wir hier eben vorbeikommen und uns das Ganze in Ruhe ansehen. So, malen wollte ich eigentlich auch noch. Das werde ich dann auch gleich mal noch in Angriff nehmen. Gerne hier noch ein paar Bäume dazwischen. So, aber es ist irgendwie komisch, jetzt hier aufzuhören. Das muss ich zugeben, weil normalerweise hatten wir die Staffeln immer beendet, weil irgendein Speicherstand flöten ging. Oder bei einer Staffel auch, weil die Performance dermaßen grottig war. Habe ich die jetzt hier ins Tunnel reingestellt? Ich hoffe mal nicht. Dermaßen grottig war, dass wir eben nicht mehr weiterspielen konnten. Und das ist jetzt tatsächlich hier, wie soll ich sagen, nicht aus der Not geboren, das Ganze, dass wir hier aufhören, sondern einfach, ich behaupte jetzt mal, wir haben 95 bis 99% von allem gemacht, was wir machen können, was Züge etc. angeht. Und ich habe jetzt einfach Lust, was Neues zu machen, ganz einfach. Ich stand auch öfters in den Kommentaren, fangen mal eine neue Staffel an. Und deswegen machen wir das jetzt auch. Aber eben, das ist ein bisschen komisch. Weil es eben einfach nicht aus der Not geboren ist, das Ganze. Sondern tatsächlich, wir hören hier auf mit einer Map, die eigentlich funktioniert und performance-technisch eigentlich auch noch
so weit auf der Höhe wäre. Gut, sollen wir hier noch was bemalen? Wir bemalen hier mal noch kurz. Malen war hier bei der Bank. Das weiß ich noch. Ich glaube, das vergesse ich nie mehr. Ich muss nur die Bank finden. Wo hatten wir denn die? Weiter oben. Na, da war sie doch gerade. Zack. Und dann den hier. Und dann machen wir hier noch ein bisschen Gleisschotter hin. So, wie gesagt, das lohnt sich schon, weil eben morgen und übermorgen wahrscheinlich, ich nehme an, wir machen zwei Teile, werden wir das hier nochmal sehen. Und dann macht es natürlich schon was her, wenn das ein bisschen anders aussieht. So, ein bisschen grün können wir noch lassen. Hier noch ein bisschen so. Und das hier noch, okay. Und ich muss schon sagen, es macht halt schon extrem viel aus. Wenn man das Ganze noch ein bisschen bemalt hat, das hat einen ganz anderen Flair, wenn man es dann sieht. Vor allem auch aus Sicht der Züge, also wenn man mit den Zügen mitfährt. So, wie sieht das jetzt aus, wenn wir hier mal gucken? War eine relativ kurze Arbeit. Ja, vielleicht hier oben noch ein, zwei Bäume. Ich glaube, das würde nicht schaden. Wo waren meine Bäumchen? Ich muss nochmal schnell gucken. Bäumchen, Bäumchen, Bäumchen. Bäumchen, Bäumchen. Okay. Ich habe immer Angst, dass ich die hier ins Tunnel reinstelle, wenn ich die hier oben hinhänge. Wir werden es gleich sehen, sonst muss ich sie natürlich nochmal kurz kappen. So, hier hinten gerne auch nochmal ein paar. Also eigentlich soll es nicht funktionieren, weil die Bäume eine Kollision haben. Eigentlich sollte da gar nichts ins Tunnel reinkommen, weil das Tunnel ein Gegenstand ist, der eigentlich ja, eine Kollision eben auch verhindern sollte. So, mal gucken, jetzt bin ich gespannt. Wo haben wir die Bäumchen? Ja, die haben wir da oben. Ja, ist doch auch nett. Cool, dann geht das hier rein und sieht ein bisschen grüner aus. Wunderbar. Gut, liebe Freunde, ich würde sagen, wir starten mit dem, was wir hier haben, morgen in unsere Sightseeing-Tour. Das heißt, es gibt mindestens noch ein Video, wo wir die Anlage in Ruhe betrachten. Vielleicht gibt es, wie gesagt, zwei. Das kommt darauf an, was ich hier alles filme, wie lange das dauert. Mal gucken. Wir werden sehen. Gut, dann möchte ich euch schon mal danken für die treue Zuseherschaft. Über 200, oh Gott, wie viele Folgen waren es? 272, 273 hier in Staffel 3 und überhaupt bei Transportfieber natürlich immer sehr viele Zuschauer und ja, vielen, vielen, vielen Dank dafür. Ohne euch würde das gar nicht funktionieren hier. Und dann hoffe ich natürlich, ihr seid bei den Specials auch mit dabei. Und zusätzlich hoffe ich bei Staffel 4, dass wir dann auch wieder alle an Bord haben von euch und wir ja der Zukunft entgegengehen mit einer neuen Staffel. Gut, morgen und übermorgen wahrscheinlich eben Special ohne Kommentar. Wir hören und sehen uns dann bei Transportfieber wieder in Staffel 4, Teil 1. Danke fürs Zusehen. Bis hoffentlich morgen. Macht's gut. Tschüss.